Hallo Römerlin, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange Before the Storm. Wir starten mit Episode 3, die Hölle ist leer. Sie ist endlich erschienen, Leute. Sie ist endlich erschienen, gestern schon. Und ja. Vorgestern? Ich weiß es nicht. Wir spielen heute, oder wir fangen heute mit der Episode an. Ich weiß, es gibt jetzt zwei dieser Entscheidungsspiele auf meinem Kanal. On Life is Strange Before the Storm. Walking Dead und Life is Strange. Aber ich will The Walking Dead nicht pausieren und ich habe Bock auf Life is Strange, also deswegen. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Black Hole's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Da sind wir stehen geblieben, Leute. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Ich denke schon. Chloe. I'm right here. Good. I need you. Alles klar. Kennenlernen, lol. When I was in high school, there was one person everyone adored. So wie Rachel. Teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes I think that's what kept me blind for so long. She was so beautiful, just like you.
She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. I only saw what I wanted to see until it was almost too late. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. This all feels like someone else's life. Whatever happens, Rachel, I'm here. Absturz. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Oh. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Okay. Wiedersehen. What you saw at the Overlook, Rachel? It was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. But after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again, to keep you safe. Alles klar. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month.
It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Ach du Kacke, ey. Rachel und Chloe, wo seid ihr zwei? Wir sind jetzt auf der Party. Was? Der Besetzung, achso. Ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Hey, ich glaube nicht, dass wir kommen. Chloe, du solltest kommen. Yeah, Chloe, du warst großartig, Süße. Hey, Chloe, super gemacht. Danke, aber ich kann nicht. Wow. Aber du hast uns total gerettet. Ohne dich hätte es keine Vorführung gegeben. Im Ernst, komm einfach. Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Sorry. Uns keine weiteren Nachrichten? Nein, okay. Oder Sarah. Ah, die letzte, okay. Was kann man über eine Frau sagen, die so mysteriös ist, dass ihre eigene Tochter bis jetzt noch nie von ihr gehört hat? James erzählte uns, dass Sarah drogenabhängig ist und sich auf eine Menge verrückte Scheiße einließ. Und mit Drogen meine ich Überdosis und Tod in einer Gasse, nicht rauch mal einen Joint und guck dabei Anime. Als Rachel ein Baby war, nahm sie Drogen, statt sich um Rachel zu kümmern. Die Dinge wurden so schlimm, dass James Rachel davon wegbringen musste. Das Komische ist, selbst als James von Sarahs furchtbaren Taten sprach, wirkte er immer noch auf sie fixiert, würde ich mal sagen. Man konnte sehen, welche Macht sie über ihn hat. Tatsächlich konnte ich nicht anders, als an Rachel zu denken, als er davon sprach, wie beliebt und faszinierend Sarah war. Ob James es auch sieht? Vielleicht hat er deshalb solche Angst vor ihr. Jedenfalls ist Sarah jetzt in Acadia Bay und will Rachel treffen. Nachdem sie jahrelang James Geld annahm, um wegzubleiben, will sie plötzlich eine Beziehung zu ihrer Tochter. James wirkt skeptisch. Und Rachel, ich kann mir nicht mal vorstellen, was sie gerade durchmacht. Das stimmt. Ich mir auch nicht. Hatten wir das schon? Das hatten wir schon, das hier weiß ich nicht. Die Zeit hat's gezeigt und wie sich rausstellt, ist das Leben keine Bühne. Es ist so viel besser. Wir verschwinden, heute. Bumm, lebe wohl, Acadia Bay. Wir fahren nach New York, der Heimat der fettigen Pizza, der Hipster-Blogger und... Egal, es ist nur wichtig, dass es nicht hier ist. Ich glaubte Rachel erst nicht. Es ist nicht so, dass ich ihr nicht vertraue, aber sie verliert sich gerne im Moment. Sagen wir einfach, wir sind jetzt aneinander gebunden. Sie gab mir ihr Armband. Es ist ihr wertvollster Besitz und sie band es mir um mein Handgelenk, um zu zeigen, dass wir vereint sind, was auch immer passiert. Nach einem kurzen Halt bei Rachel's Haus geht's los. Wenn du das nächste Mal von mir hörst, bin ich nicht mehr in Acadia Bay. Genau wie du. Chloe, der es so viel besser geht. Ich dachte, das Merkwürdigste an den Ambers sei, wie normal sie sind. Sie wirkten wie eine Familie aus einer schlechten Sitcom der 90er und ich tat mein Bestes, die Rolle der schrulligen und doch liebenswerten besten Freundin zu spielen. Ja, ich verzierte ein Foto von James aus der Zeitung im Kühlschrank, aber nur, weil er so dumm aus der Wäsche guckte. Das Ziel war es, rein und raus zu kommen, ohne eine Szene zu veranstalten, damit wir flüchten konnten. So viel dazu. Rachel konnte nicht einfach dasitzen und ihren betrügerischen Vater so arrogant tun lassen. Ich versuchte, sie abzulenken und sie an unsere
an unser Ziel zu erinnern. Es hätte fast geklappt. Dann drehte Rachel durch. Ich schätze, sie erträgt die Lügen nicht mehr. Sie erzählte ihrer Mutter, dass James mit dieser Frau rumgemacht hatte. Alle schrien herum und bevor ich mich versah, ging Rachel im Zerstörungsmodus auf den Tisch los. Dann kam endlich die Wahrheit heraus. Rachels Mutter ist gleich nicht ihre Mutter. Rachels echte Mutter gleich Parkknutscherei. Ich gleich umgehauen. Chloe, die schrullige und doch liebenswerte. Alles klar. Rachel only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? Feuerwerks trotz Bemühungen aller Behörden, größtes Feuer in der Geschichte Acadias, verängstigt Anwohner und stellt Autoritäten vor ein Rätsel. Das hatten wir alles schon mal angeguckt, ne? Ich weiß nicht. Hey! This must be hard for you too. Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Der Tusche, ey. Reden wir noch mal mit Rose. Hey. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay. Rose. Sorry that tonight turned out so... differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. Thanks. But... why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Vision. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone. Until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're
not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Das stimmt allerdings. You think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir hoch zu Rachel. Ich schätze mal, dürfte es speichern, dann passt es perfekt. Dass ich den Part beenden könnte. Möglicherweise. Vielleicht? Ja. Nice. Das ist gut. Gut, Leute, dann würde ich schon mal jetzt sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.